Also, was jetzt schon seit Ewigkeiten ansteht, ist eine Roomtour bei uns zu Hause und ich mache die jetzt. Jetzt ist das Haus schön aufgeräumt, wir hatten gerade eine Besichtigung zu Hause. Also das Haus steht hier zum Verkauf auf Teneriffa in Cuesta de la Villa Santa Úrsula in der Nähe von Puerto de la Cruz. Und wir haben dieses Haus, können das sozusagen anmieten gerade aktuell. Das war unsere eigene Idee. Und sobald aber jemand das Haus kauft, müssen wir raus innerhalb von einem Monat. Ist das Tor zum Eingang. Hier ist eine große, riesengroße Terrasse. Hier kann man schon reinlaufen ins Wohnzimmer. Hier ist nochmal eine wunderschöne große Terrasse. Und hier ist der Haupteingang. Spotzt sich hier. Gehört dann auch zum Inventar. Die werden nicht verkauft. So, ich habe mal das Objektiv gewechselt. Also, so sieht man es besser. Hier kommt man rein und da ist einmal das Esszimmer und das Wohnzimmer. Et voilà, hier arbeiten zwei ganz fleißig. Mein Papa und Benny. Und dann sieht man hier auf die Terrasse. Da unten ist eine wundervolle, traumhafte Aussicht auf das Meer. Genau. Schön hell, ganz viele Fenster. Ich liebe ja so Durchgänge. Dann kann ich hier weiterlaufen. Hier ist einmal eine Toilette, ein Bad. Last but not least, die wunderschöne Küche, wo immer so viel kochen. Was ich mega cool finde, ist dieses riesengroße Fenster, das immer so schön hell hier ist. Mhm. Sind überall auch Wandschränke, wo dann die ganzen Sachen drin sind, Geschirr. Und das mega coole, der Clou ist, wenn man das jetzt hier aufmacht zum Beispiel und hier einmal um die Ecke geht und das gleiche hier vorne aufmacht. Oh, dann kann man da die Cindy beobachten. Genau. Also kann man von beiden Seiten sozusagen an das Geschirr ran. So, hier ist einmal die Waschküche. Voilà. Dann kommen wir hier zum wundervollen unter der unteren Wohnung. Auch super schöne viele Fenster. Das liebe ich hier. Hey! So, Liam, machst du die Roomtour hier jetzt hier unten? Kannst du zeigen, wo das Wohnzimmer ist?
sind wir fertig. Fertig! Also ich hoffe, euch hat die Roomtour Spaß gemacht. Jedenfalls freue ich mich, wenn ihr weiter bei den Vlogs dabei seid. Und bis bald wieder. Ciao! Was ich gerade noch sagen wollte, das Ganze hier gibt es bei Engel und Völkers zu kaufen. In Puerto de la Cruz sitzen die. Das ist auch eine deutsche Firma und ganz viele deutsche Makler. Und ja, also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da vorbeischauen. Die vermieten jetzt auch bald, hat Maren mir erzählt. Also Maren arbeitet dort, durch die sind wir hier drauf gekommen. Und mit ihr haben wir diesen Deal auch ausgemacht, weil ich irgendwann gesagt habe, hey, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben in Teneriffa, dass wir an gute Wohnungen und Häuser rankommen, die bezahlbar sind, aber auch schön sind. Und ich brauchte halt einfach was richtig Schönes für die Geburt. Definitiv. Und es war, wir haben uns hier oder fühlen uns hier mega, mega heimisch, mega wohl und mega luxuriös. Und es ist halt vieles alt, aber es ist trotzdem alles sehr schön und sehr gepflegt noch auf jeden Fall. Und konnten uns hier sehr, sehr wohlfühlen, aber freuen uns jetzt auch, weiter auf Reisen zu gehen.